Mein Alltag hat sich durch Corona komplett verändert. Dadurch, dass ich oder mein Mann und ich zwei Jungs zu Hause haben, die beide noch zur Schule gehen und der kleinere von beiden noch nicht so alt ist, dass man ihn alleine lassen kann, arbeiten wir wieder im Schichtdienst. Das kennen wir von früher aus unseren jungen Jahren. Das haben wir jahrelang gemacht. Also mein Mann ist morgens unterwegs und ich arbeite halt am Nachmittag und bin halt vormittags Lehrerin geworden. Das ist auch was ganz Neues für mich. Also wir sitzen da am Tisch und machen Hausaufgaben. Mein Alltag als Küsterin hat sich natürlich kolossal geändert. Ich habe fast keinen Kontakt mehr zur Gemeinde, ganz wenig Kontakt zu Pastoren. Viele Arbeitsfelder sind einfach nicht mehr da. Ich bin sonntags nicht mehr in der Kirche, das ist irgendwie komisch. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal eine Predigt online angehört. Das habe ich noch nie gemacht. Und ja, alleine diese Worte zu hören oder der Pastor, der gesprochen hat in seinem Predigttonus, den er halt immer hat, das war irgendwie tröstlich für mich. Wir haben aber auch einige Sachen, die wir jetzt aufarbeiten können, weil einfach das Martin-Luther-Haus überhaupt nicht mehr frequentiert ist. Wir können Ecken streichen, die wir schon immer streichen wollten, wo aber immer das Zeitfenster zu klein war. Wir haben ganz viel im Garten zu tun. Also wir sind nicht arbeitslos, aber mein Küsterjob hat sich doch sehr verändert. Am meisten fehlen mir die Menschen, die ich lieb habe. Mir fehlen meine Eltern, mir fehlen meine Schwiegereltern, mir fehlen meine Freunde, und die vielen sozialen Kontakte, die ich sonst habe. Ich versuche das aufzufangen, indem ich jeden Tag bewusst den Hörer in die Hand nehme und eine Person anrufe, um mit ihr kurz zu sprechen. Und während die Jungs ihre Schularbeiten machen, schreibe ich die eine oder andere Postkarte und schicke sie los. Das ist kein Ersatz dafür, aber naja, ich versuche halt irgendwie in Kontakt zu bleiben. Eben hatte ich ein tolles Erlebnis auf dem Marktplatz. Man steht halt in 2 Meter Abstand und vor mir ist eine ältere Dame und sie dreht sich um und ich lache sie an und wir kommen ins Gespräch. Und ich glaube, so im hektischen Alltag, schnell noch Blumen holen, wäre das vielleicht nicht passiert. Also diese Zeiten sind auch durchaus eine Chance, neue Wege aufeinander zuzufinden. Das Coronavirus macht mir eigentlich keine Angst. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht Respekt davor habe und dass ich nicht bereit bin, alle Maßnahmen mitzutragen, die ausgerufen werden. Aber an sich habe ich keine Angst davor. Der Glaube hilft mir tatsächlich in dieser Krise. Das hängt aber, glaube ich, mit meiner eigenen Einstellung zusammen. Ich fühle mich im Glauben geborgen. Ich fühle mich aufgehoben. Ich weiß, dass jemand da ist für mich, den ich immer ansprechen kann. Und dass es manchmal für Außenstehende sehr schwierig nachzuvollziehen und zu begreifen. Aber die Vorstellung, dass jemand da ist, der für mich einen Plan gemacht hat, der weiß, wo es lang geht, das tröstet mich. Und dass ich diesen jemanden immer ansprechen kann, wenn ich Sorgen und Nöte habe, das hilft mir in dieser schwierigen Zeit sehr. Ich denke tatsächlich, dass man aus dieser Corona-Krise etwas Positives ziehen kann.
Das ist natürlich leicht gesagt, solange es einem selber und allen, die einem am Herzen liegen, gut geht. Vielleicht könnten wir diese Pause, die die Welt gerade einlegt, dazu nutzen, unsere eigenen Prioritäten zu überdenken, sich wieder an kleinen Dingen zu freuen, mit Menschen wieder schätzen zu wissen und anders auf sie zuzugehen. Und ja, einfach mehr Liebe in der Welt verteilen. Liebe Gemeindeglieder, ich wünsche mir, dass ihr alle stark bleibt. Ich denke oft an viele von euch, viele Gesichter kommen mir in den Sinn, die ich jeden Sonntag in der Kirche sehe und die ich jetzt natürlich nicht mehr sehe. Ich wünsche mir, dass ihr alle gesund bleibt, haltet durch und ich hoffe, dass wir uns sehr bald zu einem Gottesdienst wieder hier in der Kirche wieder treffen werden.